Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir die Kamera von IE Geek einrichten und das auch draußen montieren. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von Golden Bus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Ja, heute werden wir die Kamera gemeinsam einrichten. Ich habe ja schon drüber ein Produktvideo gemacht und macht ja einen sehr, sehr guten Eindruck. Und heute werden wir das draußen montieren. Vorher werden wir das hier drin einrichten gemeinsam, damit man das sehen kann. Und dann hole ich mal das Handbuch und dann richten wir das jetzt mal gemeinsam ein. Bevor wir rausgehen, werden wir klar die Kamera einmal aktivieren. Ich habe sie sicherheitshalber aufgeladen. Das ist die Montageplatte, die dann als erstes rankommen wird. Und dann wird das nur eingeklickt. Das finde ich auch sehr praktisch. Hier kommt dann das USB-C-Kabel vom Solarpanel. Und das ist ja schön lang. 6 Volt ist vielleicht nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Und 6 Volt reichen meistens aus. Aber wir werden das über das iPad erstmal die App runterladen und die Kamera einrichten. Und das Wetter spielt auch gerade richtig gut mit. Und dann schauen wir uns mal, wie das aussieht. Hier habt ihr den QR-Code, um die App einzuscannen. Und dann werden wir das mal gemeinsam einrichten. Wo ist die Kamera-App? Ich hole euch mal dichter dran, ihr könnt ein bisschen umgestellt. Jetzt sehen wir schon den QR-Code hier drin und hier unten leuchtet das dann auch auf, aber das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Ich klicke das jetzt mal an und dann startet eine Seite und hier könnt ihr das auswählen, für was das ist. Wir nehmen das für das iPhone. Hier seht ihr auch schon IE Geek Cam. Machen wir auf Laden, das dauert jetzt ein bisschen. Und dann legen wir gleich weiter los. Ich habe kurz mein Passwort eingegeben und an der Kreisbewegung seht ihr, dass die App jetzt geladen wird. Und dann richten wir das ein. Ihr müsst das ja auch mit dem WLAN-Netz verbinden. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich bin jetzt im normalen Mobilfunknetz drin, im 5G. Und dann dauert ca. 19 Minuten. Das wollen wir uns natürlich jetzt nicht gemeinsam ansehen. So, die App ist endlich runtergeladen. Hier seht ihr sie. Wir gehen da mal rauf. Wir können jetzt Mitteilungen einrichten oder nicht. Ich erlaube das jetzt einfach mal. Dann können wir vorwischen und dann starten. Wir müssen einmal ein Konto, also wir müssen uns einmal registrieren und dann können wir die Kamera erst einrichten. Ich registriere mich einmal und dann geht es gleich weiter. Also wir hier ein Gerät hinzufügen, einmal hier drauf. Ja, können wir erlauben. Wir erlauben das jetzt einfach mal. Dann sieht man, was hier so in der Nähe ist oder auch nicht. So, kabellose Kamera. Wir gehen jetzt hier drauf. Dann gehen wir auf Weiter. Und hier müssen wir die einmal anmachen. Wird ja auch schön gezeigt, wie ihr das haben möchtet, oder das wird ja genau beschrieben. So, dann müssen wir einmal ins WLAN-Netz rein. Hier sind wir jetzt im 5G-Netz. Funktioniert nicht, wir müssen ins 2,4 GHz-Netz. So, ich bin jetzt schon mal drin, jetzt muss ich hier die Kamera einmal kurz anmachen und dann den QR-Code einscannen. Dann
Das seht ihr denn, wenn hier die rote LED-Leuchte eben gerade abgeleuchtet hat. Wollen wir mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Ich habe jetzt nochmal Reset gedrückt. Jetzt sollte er den QR-Code lesen können. Ihr habt den Quittierton gehört. Circa 25 cm. Das sollt ihr jetzt lesen. So, erfolgreich hinzugefügt. Das ist jetzt meine Kamera. Jetzt habt ihr schon eine Warnmeldung. Dann können wir das hier auch jetzt namentlich ändern, wie ihr es möchtet. Das könnt ihr schon bei der Ersteinrichtung machen. Ihr könnt es auch nachher reinmachen. Und dann steht hier bitte laden. Ich habe die jetzt schon einmal, bevor wir das hier montieren, einmal schon geladen, die Kamera, über ein USB-Kabel. Jetzt können wir das einrichten weiter. So, ich hoffe, ihr könnt das Bild sehen. Nee, geht leider nicht größer. So, es ist erledigt. Signalstärke, das ist zu schwach. Gut, ich bin auch ein bisschen weiter weg. Aber es funktioniert. Ich gehe jetzt mal mit der Hand hier durch. Also ihr müsstet jetzt zweimal meine Hand sehen. Einmal die hier und einmal im Bild vom iPad. Hier seht ihr Signalstärke normal, das reicht auch. Ihr seht dann immer eine Warnmeldung, dass hier gerade was erkannt worden ist. Und dann gehen wir auf Erledigt. Und dann können wir jetzt hier raufgehen. Ja, jetzt werdet ihr ein bisschen, wie ihr was einstellen könnt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, 30-Tage-Zyklus, ob wir eine Basis-Cloud haben wollen. Die ist kostenlos, Ereignis-Cloud-Speicher monatlich oder noch besser. Das wollen wir jetzt alles gar nicht. Wir gehen auf Weiter. Nein, ich möchte jetzt nichts abonnieren. Hier gibt es einen Aktivierungscode, will ich jetzt gar nicht. Also ich will das jetzt nicht einlösen. Hier habt ihr jetzt, ich bin jetzt mal ganz rausgegangen, die Möglichkeit, Fotos zu machen. Hier kann ja auch eine Speicherkarte rein. Das ist ja hier in dem gleichen Fach. So, jetzt können wir hier alles einrichten, wie wir es haben wollen. Kalender, Live-Modus. Das ist nicht klar. Jetzt, das ist der Live-Modus. Hier haben wir auf Auto 5 Megapixel SD. Bewegungserkennung, was soll erkannt werden? Wie empfindlich soll das sein? Personenerkennung, Tagerkennung, Nachterkennung, sonstige Empfindlichkeiten könnt ihr hier einstellen. Nachher auch bei der Positionierung. Ich werde euch das jetzt nicht filmen, wie ihr eine Kamera montieren möchtet oder solltet. Ich zeige euch, wie ich sie gleich angebracht habe. Und dann wollen wir das dann klar in der App testen, wie das funktioniert, das Ganze. Hier Alarmplan und so weiter und so fort. Also ich habe die Zeiträume, Startzeit, so nur an bestimmten Tagen könnt ihr das einrichten oder für bestimmte Tage. Alarmintervall ausschalten oder alle 2 Minuten. Aufnahmezeit, 10 Sekunden, wie ihr das möchtet. Ich werde auch eine Speicherkarte jetzt kurz einlegen, damit wir das denn etwas genauer testen können. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt raus und montiere das. Sirene, Warnton mit Licht, mit Lampe. Gehen wir mal hier rauf. Dann sollte hier was leuchten.
außer der blauen LED-Warnton, Lichtwarnung, beides. Schall- und Lichtalarmplan könnt ihr machen. Vollfarbmodus. Intelligente Version. Und sie hat ganz viele Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Sirene, das wollen wir jetzt nicht testen. Siehe hier, hey, jetzt, ich hoffe, ich blende euch jetzt ein bisschen. Hier seht ihr die beiden LED, die denn jetzt das Gebiet ausleuchten. Gut, die Reichweite weiß ich natürlich jetzt noch nicht. Aber ein paar Meter wird das schon reichen. Wenn ich jetzt hier wieder drauf drücke, ist es aus. Das ist natürlich für die Nachtschaltung. Halten zum Sprechen. Wir machen mal auf Erlauben. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Gut, Rückkopplung. Ich mache die kurz draußen fest mit dem Solarpanel und dann geht es gleich weiter. Ja, da habe ich sie jetzt angebracht. Und bitte nicht vergessen, um Nachbarschaftsstreit zu verhindern, klärt das vorher ab. Also meine Nachbarschaft ist zum Glück sehr nett und freundlich und die wissen, was ich mache. Deswegen gibt es hier für mich nun keine Probleme. Wichtig ist, dass das Solarpanel schön in die Sonne scheint und der Akku jeden Tag oder fast jeden Tag geladen wird. Ich habe mir das Bild schon auf der App angesehen. Sieht sehr, sehr gut aus. Wenn ich da klar ranzoome, wird das nicht klar ein bisschen rauschig. Aber das sehen wir uns jetzt gleich an. Hier seht ihr jetzt die App. Ich bin noch draußen ganz kurz. Ich will einmal ins Bild laufen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich halte jetzt nicht zur Kamera, aber ihr seht mich. Und jetzt bin ich fast aus dem Bild. Aber ihr könnt mich trotzdem sehen. Das Kabel muss ich natürlich noch richtig schön anbringen. Aber das regnete eben gerade immer wieder zwischendurch. Das bringt der Herbst so mit sich. Aber ich finde das ein sehr, sehr gutes Bild. Ich gehe jetzt mal ein bisschen dichter an die Kamera dran. Ja, also man sieht es ja auch nicht sofort. Und nicht vergessen, es gibt ja diese Warnschilder oder Aufkleber am Postkasten oder sowas machen. Ja, jetzt gehen wir wieder rein und dann gucken wir uns die App nochmal genau an. Ich habe auch schon die SD-Karte formatiert. Und das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Ihr seht, mit welcher Geschwindigkeit das Bild übertragen wird. Also wenn eine Bewegung da ist, ist die Kilobit pro Sekunde etwas höher. Und wenn ich eigentlich stehe oder aus dem Bild bin, wird das etwas geringer. So, wir sind jetzt wieder hier drin. Hier sehen wir jetzt auch die App wieder. Wir gehen jetzt hier mal auf Einstellungen. Hier seht ihr jetzt auch die Signalstärke. Elektrische Menge, hier ist jetzt voll. Wieso man das auch Menge heißt, aber ist ja auch egal. Alarmbenachrichtigung empfangen. Bewegungserkennung, hier haben wir eine kleine Möglichkeit, nochmal die Empfindlichkeit. Ich gehe jetzt mal auf 9. Das dauert ein kleines bisschen. So, erfolgreich eingestellt oder eingerichtet. Und so habt ihr natürlich die Möglichkeit, das so genau wie möglich zu machen. Das müsst ihr natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen ausprobieren. Ich kann jetzt nicht sagen, das müsst ihr so machen, wenn das bei euch ein bisschen anders ist. Die Bildeinstellung, den gehen wir mal hier drauf. Hier haben wir Geräte teilen. Das heißt, noch einen hinzufügen oder wer das haben möchte. So, Bildschirm umdrehen. Da können wir mal raufgehen. Ich bin auf 60 Hertz. Das ist dann ja etwas besser von der Bildqualität her. Also flimmert nicht so stark. Vollfarbmodus. Ich habe jetzt diese intelligente Version benutzt. Oder lasse ich jetzt auch einfach mal so. Ja, Installationsanleitung brauchen wir nicht. Standortverwaltung. Ich werde dann auch noch ein paar, wenn ich ein Fazit über die Kamera mache, auch noch ein paar Nachtbilder oder wenn es dunkel ist, machen. Ist ja zum Glück etwas schneller dunkel. Aufnahmemanagement.
Dann seht ihr jetzt hier, ich habe jetzt eine 64 GB SD-Karte eingesetzt, habe sie einmal formatiert. Ja, dann habe ich das Ergebnis der Aufzeichnung, kann ich jetzt mir angucken. Nochmal wieder formatieren, Videoschalter. Also man kann vieles machen. Auch mit Amazon Echo kann ich das verbinden, zum Beispiel, wenn ich sowas habe. Also das ist mit vielen Sachen kompatibel. Ob ich denn hier Menschen erkennen möchte, also PKWs, Paket, Gebrauchsanweisungen zum Beispiel oder Haustiere. Dann kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt das hier anklicke, wäre nicht schlecht, wenn das mal funktionieren würde. Jetzt habe ich hier die einzelnen Möglichkeiten, was ich erkennen möchte. Personen und Fahrzeuge und Haustiere zum Beispiel. Dann gehe ich auf Weiter. Gut, dann wollen die nach klar diesen Abo machen. Das möchte ich nicht. Also nein. Dann lassen wir das eben so. Jetzt gehen wir wieder auf die App. Hier habe ich das Live-Bild. Hier kann ich jetzt die Kamera zum Beispiel schwenken. Wenn das jetzt mal funktionieren würde. Ich kann auch so ins Bild reinzoomen, dann wird das natürlich ein bisschen rauschiger, das Bild. Aber ich finde, so sieht das doch echt gut aus. Also für das Geld ist das eine richtig, richtig tolle Kamera. Und da muss ich auch zugeben, warum soll ich jetzt was anderes nehmen? Entweder man legt auch eine 128 GB Speicherkarte rein. Jetzt für mich würden auch 64 GB ausreichen. Das wird ja regelmäßig überschrieben. Ja, hier habe ich dann noch die Möglichkeiten, die Aufnahmen, Album, Kalender. Ich kann hier auch Fotos machen. Dann sieht man hier diese Striche, wenn was passiert ist. Also eine Bewegung erkannt worden ist. Ich kann jetzt meine Aufnahmen sehen. Da war ich gerade noch draußen. Seht ihr mich jetzt? Das ist jetzt gespeichert worden. Und dann kann ich mir das nochmal ansehen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich kann jetzt darüber einen Download machen. Wollen wir aber jetzt nicht. Ich kann hier löschen, ein Album anlegen. Ich habe hier ein Album. Ist jetzt noch nichts hinterlegt worden. Wir gehen wieder zurück. Nee, das ist hier wie ein Vorschau ausschalten. Nein. Lassen wir so. Dann wird das hier nochmal ein bisschen erklärt. Hier ist ja dann nochmal, dass ich die LED einschalte. Jetzt ist sie wieder aus. Hier kann ich mal kurz ein Foto machen. Habt ihr gerade gesehen? Wir machen nochmal eins. Ich zoome da mal ein bisschen ran, damit man das nochmal erkennt. Noch ein Bild. So, dann gehe ich jetzt in. Und jetzt seht ihr einmal die beiden Fotos, die ich gemacht habe, und einmal ein Video. Und das finde ich auch praktisch, sehr gut. Man kann das festhalten. Wenn ich jetzt natürlich hier drauf halte, bitte verlassen Sie mein Grundstück, bitte verlassen Sie mein Grundstück. Kann ich das jetzt nicht hören? Ich müsste jetzt ein Außenmikrofon haben. Habe ich jetzt leider nicht. Und hier habe ich natürlich die Möglichkeit, ich zoome mal wieder zurück. Ich kann es auch so bewegen. Das sind, glaube ich, 30 oder 40 Zentimeter Unterschied zwischen der Kamera und dem Solarpanel. Ich finde, das ist schon doch recht scharf. Man sollte natürlich nicht zu viel erwarten. Ich zoome jetzt hier mal wieder raus. Jetzt habe ich hier einfach so einen Vollbildmodus, was ich auch gut finde.
Und so kann ich natürlich auch schwenken. Ja, also ich finde, das ist sehr gut, sehr praktisch. Ja, für den Preis. Ich verlinke euch das auch. In der Videobeschreibung schaut euch die Seite an. Die haben tolle Angebote. Und für den Preis ist das eine sehr, sehr gute Kamera. Auch von der Qualität her sehr, sehr gut. Und ich freue mich schon, wenn ich in 2, 3 Wochen, 4 Wochen ein Fazitvideo darüber mache. Denn mache ich noch ein paar Nachtaufnahmen, wie die leuchtet und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, das soll es ja auch gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Techdi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi.